So, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Yoga-Themenabend zu den Chakren. Tatsächlich ist das siebte Chakra, das heute drankommt, das Sahasrara, das tausendfältige Kronenchakra, das als einziges außerhalb unseres Körpers liegt, nämlich oben auf der Krone, direkt auf dem Scheitel. Deshalb heißt es auch oft Kronen- und Scheitelchakra. Das ist das einzige Chakra, was eigentlich im normalen Yoga, wenn ich immer diesen, oder immer, ich habe es jetzt eben zum dritten Mal gemacht, diesen Zyklus aufbaue von Aschermittwoch an, also in der Fastenzeit beginnend, dann bis Ostern, dann ist eben das siebte Chakra schon innerhalb der Ferien und kann deshalb eigentlich gar nicht mehr gemacht werden. Ich habe diesen Flow deshalb auch wirklich noch nie gehalten. Und es ist ja eigentlich so ein Erleuchtungsweg und ich sage dann auch immer spaßeshalber, dass auch ein, ja, die Erleuchtung ist auch wirklich ein Geschenk, das ja, sehr wertvoll ist und deshalb gar nicht immer unbedingt dann als Krönung dran sein muss. Genau, aber ich will es euch als Geschenk geben, weil ich einfach finde, dass es sehr, sehr gut passt. Erstens beendet es jetzt wirklich mal richtig rund diesen Chakra-Zyklus tatsächlich heißt Kronenchakra auf Lateinisch Corona. Also, das Wort Corona heißt Krone und das ist gerade in aller Munde. In meinem Mund Gott sei Dank nicht mehr so sehr, weil irgendwie ist es müßig, da drüber zu reden. Ich merke auch, dass wenn ich einkaufen gehe und mich jetzt doch ab und zu doch noch in der Außenwelt bewegen muss, dass die Menschen sich in dieser Unnormalität schon etwas eingerichtet haben und gelassener werden. Am Anfang war das so ein absolutes Misstrauen dann in der Außenwelt beim Einkaufen und es entspannt sich langsam. Ich glaube, dieses nicht fassbare, diese Seuche, die jetzt da plötzlich sich übers Land legt, ist jetzt noch nicht so eingetreten und dadurch, also so fühlt sich für mich subjektiv an, entspannen sich die Menschen etwas mehr und ich hoffe, das geht dir genauso. Es ist bei diesen Videos immer so schwierig, dich in deinem jeweiligen Zustand zu erreichen, denn manche sind gerade wieder voll angecast von ihrem Job, weil sie den halt immer noch ganz normal machen müssen oder im Homeoffice noch anstrengend und komischer machen müssen oder eben mit Kindern, Familie das vereinen müssen. Manche sind vielleicht gerade freigestellt in Kurzarbeit, was auch immer. Also jeder ist an einem anderen Punkt. Manche haben sehr große wirtschaftliche Sorgen. Manche genießen gerade einfach nur diese viele, viele Zeit mit ihrer Familie. Genau, also jeder ist an einem anderen Punkt. Manche vermissen ihre Familie. Vermissen die Mitmenschen, Freunde, die sie nicht sehen dürfen. Also es ist schwierig, da ist immer ein passendes Video zu drehen, das alle gut anspricht. Ich versuche immer so einen Querschnitt zu machen und einfach auch wahrhaftig zu sein, wie es auch mir gerade heute geht. Genau, also es ist Donnerstagabend, eigentlich wäre jetzt Yoga, deshalb bin ich heute auch sehr yogisch eingestellt und das passt sehr gut zu diesem Chakra. Genau, das Kronenchakra. Ich habe es ja schon gesagt, Corona. Diese Seuche, diese Pandemie hat wie alles zwei Seiten und vielleicht ist dir jetzt schon so nach einer gewissen Zeit auch die positive Seite aufgefallen, dass plötzlich wieder Kleinigkeiten mehr zählen, dass sich selbst Menschen plötzlich auf Hefe stürzen, was ich auch positiv finde, denn Hefe ist ein Grundnahrungsmittel nicht mehr bei jedem gewesen, weil die meisten sich halt das Brot kaufen und ich finde, ja, es hat alles zwei Seiten. Ich habe heute rote Beete in mein Gärtchen gesetzt und habe plötzlich Muße, Dinge zu erledigen, die einfach so lange auf der Strecke geblieben sind und die aber immer so negativ im Nacken hängen, weil man es ja doch irgendwie weiß, dass es zu erledigen gilt, aber alles andere halt gerade Präferenz oder halt erste Priorität hat. Und das ist auch super entspannend. Meine Kinder sind völlig entspannt, also das ist auch ein Positives. Ich merke, dass einfach dieses in fremde Institutionen bringen, auch in der Früh zu einem gewissen Zeitpunkt, die schon immer einen Stress, den Stress verursacht, in mir ganz genauso. Und also es hat viele, viele positive Seiten und wirklich diese Konzentration aufs Wesentliche finde ich einfach für mich als sehr große Erkenntnis. Und auch diese ganzen Videos. Ich merke halt, dass auch, ich bin ja bei Facebook mit irgendwelchen anderen Gruppen, Yoga-Gruppen und jeder legt jetzt digital los. Aus so einer Idee raus, dass man das einfach gleichwertig weiterlaufen lässt. Also wäre so, pup, kein Unterschied jetzt zwischen dem Corona und dann vorher, nachher. Und es ist schon ein bisschen komisch. Und ich habe dann auch immer so ein komisches Gefühl gehabt. Deshalb habe ich auch das letzte Video schon so gedreht und auch mit den Kids.
dass das gar nicht das ersetzen kann. Also wie gesagt, ich kann mich nicht auf eure gerade eben Situation, auf euer Temperament gerade einstellen und ja, und gleichzeitig ersetzt keine Berührung, es ersetzt halt einfach nichts Echtes. Und das finde ich ist gerade auch vielleicht für mich die allerwichtigste Erkenntnis in dieser ganzen Corona-Zeit, dass dieses Handy, dieses ganze Digitale, ich war da vorher schon ein bisschen skeptisch und ich habe auch ein bisschen meinen Frieden damit schließen können, das erzähle ich euch auch gleich noch. Aber ich finde, also ich glaube, das Gefühl, die Diana hat mir das zum Beispiel auch letztes Mal als Feedback gegeben, dass sie einfach die nach Homeoffice und nach Umeinanderdaddeln mit irgendwelchen sozialen Kontakten via WhatsApp oder so, dass sie einfach keine Lust hat, dann nochmal auf den Bildschirm zu schauen, um Yoga zu machen. Und das finde ich total gut. Das ist eine Bewusstheit und das ist so eine gute, eigenverantwortliche Entscheidung. Also wirklich Hut ab, wer das genau aus diesen Gründen eben tut. Und zusätzlich der ganzen Digitalisierung, ich habe dann auch mit einer Yogalehrerin da einen Austausch gehabt, weil ich einfach das so befremdlich finde. Ich habe gesagt, das kann doch nicht das Echte sein, auch Kinder-Yoga. Das ist ja noch viel lebendiger, da kriege ich ja ständig irgendwelche Einwürfe und baue das mit ein und das hat eine Dynamik, ja, und dann habe ich gesagt, und außerdem passieren da Massagen und Berührungen, die einfach total wertvoll sind. Und dann hat sie, das fand ich schon gut, das irgendwie ein bisschen gemildert, dass vielleicht auch für dich jetzt, wenn du da auch so ein bisschen einen hadernden Weg mit den digitalen Medien jetzt eben hast, sie meinte eben, dass sie das Internet sich vorstellt wie so ein Netzwerk, wie so ein menschliches Gehirn mit lauter Synapsen und Verzweigungen, ganz, ganz fein, so ist es ja auch. Es geht bis in den letzten Winkel der Welt, dieses Internet, und ist eben alles miteinander vernetzt. Und sie meinte eben, dass in diesem Netzwerk sehr viel Negatives auch rumschwirrt. Es gibt ja diese ganzen Verschwörungstheorien und ich bin überhaupt nicht gläubig, was alles schwarz auf weiß in der Zeitung steht, in der ganz normalen, aber ich weiß, dass Verschwörungstheorien halt eigentlich auch wieder nur eine Angst machen, denn ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, ob das eine stimmt, was die Schwabmünder schreibt und ganz klassisch der Söder und whatever. Ich weiß aber auch nicht, ob die ganze gemachte und im Hintergrund manipulierende, und jetzt habe ich noch eine ganz neue Verschwörungstheorie, die ist Vogelwild, aber die erzähle ich euch gar nicht, weil die wirklich, wirklich Angst macht. Das mit dem Xavier Naidoo, das ist nochmal eine krasse Nummer härter. Und ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, dass ich lieber naiv in meiner Blase bleiben will, weil ich es ja auch nicht in der Hand habe. Also egal, wer jetzt gerade der Strickenzieher ist und ob es überhaupt so der Fall ist, ich kann es ja nicht ändern. Also versuche ich doch wenigstens in meinem Herzen irgendwie liebevoll zu bleiben, als irgendwie so Grundgedanken zu haben, dass der Mensch schlecht ist. Also dass da irgendwelche bösen Menschen sind, die da Geld machen wollen. Ja, dann sei es drum. Ja, solange meine Blase okay ist, ist das für mich irgendwie dann in Ordnung. Und genau. Also so bin ich ein bisschen gestrickt, habe das aber auch lernen müssen, wirklich, wirklich sehr. Und die hat eben diese Idee, dass dieses Netzwerk, dieses Internet eben so ein Nervensystem ist und da gibt es so viele schlechte Energien. Und sie meint einfach durch unsere Yoga-Videos und eben auch das Kinder-Yoga, dass wir einfach da auch viel positive Energie dann auch in dieses Netzwerk tun. Und das, finde ich, ist schon ein friedlicher Gedanke. Genau, also das finde ich, fühlt sich gut an. Und sie meinte auch, wenn wir wirklich sehr yogisch sind, sind wir ja ohnehin alle miteinander verbunden, energetisch. Wer so quantenphysikmäßig da ein bisschen schon bewandert ist, wissen wir eh, dass das alles miteinander vernetzt ist und die Quanten eben wissen, wie die Informationen von einem und dem anderen genau gleichzeitig passieren. Also das kann ich euch gerne auch nochmal in echt erzählen, das ist auch wieder ein sehr großes Feld, aber dass eben alles miteinander schon vernetzt sei und deshalb sind wir ohnehin ohne auch das Internet miteinander verbunden und deshalb kann sie so diesen friedlichen Weg mit diesen digitalen Medien machen. Genau. Gut, also ihr merkt, das ist ein sehr großes Erfahrungsfeld. Corona ist plötzlich eben so außergewöhnlich, dass jeder Mensch gerade mit seinen tiefsten Abgründen konfrontiert ist. Das habe ich auch in dem allerersten Video schon gesagt. Der Jogi Löw hat es ja eben als riesige Reha für die Welt bezeichnet. Und das finde ich immer noch sehr gut. Denn in einer Reha oder auch im Kloster, ich war auch mal im Kloster, da gibt es eben so verschiedene Abläufe. Zuerst ist eben so, bei mir war es auch so, die erste Woche war so, cool, Zeit. Ich fange alles an zu putzen und mache alles das, was ich schon immer machen wollte und erledige das alles und danach ist es gut. Und das war aber eigentlich wieder ein Aktionismus, der eigentlich wieder eine Ablenkung ist. Und dann irgendwann
war alles schon so ziemlich gemacht oder irgendwann hatte ich da auch keinen Bock mehr, jetzt muss ich ja schon wieder alles von vorne putzen, ist ja wieder gleich wieder dreckig, so, okay, das kann es jetzt auch nicht sein. Und dann war plötzlich eine ganz große Trauer und irgendwie ein ziemliches Tief da. Und das ist wirklich auch ganz oft so bei so Reha, also bei so Burnout durchläufen, dass die dann wirklich erstmal mit sich so konfrontiert sind, dass man das auch aushält. Und dann diese Sinnlosigkeit und dieses einfach nur da sein Könnende, ohne mich abzulenken mit eben Medien oder auch einem Buch oder eben Putzen oder sowas, einfach mal das auch aushalten. Und das ist die ganz, ganz hohe Kunst. Genau. Und diese vielen, vielen Erkenntnisse, die wir eben spannenderweise durch Corona haben, also wirklich Gott sei Dank eigentlich, also sehr besonders auf jeden Fall, das ist eben dieses Kronenchakra, also diese vielen verschiedenen Weisheiten, diese Wahrhaftigkeiten, die sich dort oben eben dann sammeln und die komplette Shushumna, also unsere ganzen Energiekanal eben durchfluten und aber auch die Erdung nach unten, also das Wurzelchakra ist ja, sieht man was ich hier sage, also ist ja unten, das ist ein Kanal und die sind alle Pendants zueinander und sind alle genau gleichwertig. Also es ist nicht so, dass hier oben die absolute Krone ist und wir nur dann ganz toll sind. Es ist jedes Chakra gleichwertig, genau. Gut, jetzt möchte ich euch nicht so lange volllabern. Ich glaube, dass es gut ist, wenn ich euch heute so wie letzte Woche wieder nicht den ganzen Yoga-Flow mache. Also wir machen jetzt nicht nur die progressive Muskelentspannung. Ich habe auch von Diana erfahren und auch von der Kerstin schon ein bisschen länger hier, dass einfach dieses Liegen zu Hause gar nicht diese entspannende Wirkung hat, wie es bei uns im Raum hat. Denn es passiert außenrum halt weiterhin ein bisschen Unruhe. Du schaffst es nie ganz, dass kein Mensch dann durch den Raum kommt oder vielleicht kein Geläut ist oder so. Also es fühlt sich eben nicht ganz so entspannt an. Deshalb möchte ich das kürzen. Ich mache also nicht diese progressive Muskelentspannung vom Anfang, sondern beginne jetzt gleich im Sitzen. Du darfst dich also aufrecht hinsetzen. Schau drauf, dass dein Becken höher ist als deine Knie, dass du wirklich hüftschonend, hüftbequem da sitzen kannst. Und dann schaust du drauf, dass deine Wirbel wie so Bauklötze aufeinander geschichtet sind, wirklich nochmal ganz gerade axial ausrichten, dich hier in die Länge ziehend. Entschuldigung, dass du hier schön sitzen kannst. Genau. Und jetzt schließt du mal die Augen und stellst dir bei jedem Einatmenzug mal vor, wie sich dort oben in deiner Kopfkrone wie so ein Energiekanal öffnet und du mit dem Einatmenzug jetzt die Luft über diesen Scheitel in dich aufsaugst. Und ausatmend nach unten Richtung Erde schickst. Einatmend wieder über den Energiekanal oben, Kronenchakra öffnet, aufnehmend und nach unten übers Wurzelchakra abgebend. Einatmend übers Kronenchakra und ausatmend übers Wurzelchakra. Gut. Stellst du mit jedem Einatmen gleichzeitig immer noch dieses Kronenchakra vor und richtest dich mal bewusst mit dem Einatmen auch noch Richtung Richtung Himmel auf und ausatmend gibst du es wieder Richtung Wurzelchakra ab. Einatmend, himmelwärts aufrichten. Und ausatmend jetzt die äußere Hülle, also so ein bisschen das weiche Fleisch, das Bindegewebe, die Haut nach unten Richtung Erde fließen lassen. Sodass wir einerseits einatmend diese sehr aufgerichtete, himmelwärts gerichtete Energiesäule nach oben sind. Und ausatmend so ein bisschen nach unten fließen, schwer, alles Materielle darf jetzt quasi nach unten. Einatmend Richtung Himmel aufwärts. Und ausatmend. Genau, Richtung Boden, Richtung Erde. Sehr schön. Wir machen dafür noch drei tiefe Atemzüge. Einatmen, wieder über den Himmel holen. Und ausatmen. Nach unten abgeben. Zweites Mal einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Gut, lass die Augen bitte geschlossen, folg einfach nur meiner Stimme. Ich möchte dir gerne wieder diese weisen Worte aus dem Buch vorlesen, um es dann auch zum Abschluss zu bringen. Lausch denen einfach mal nur. Also, Sahasrara heißt auf Deutsch tausendfältig, weil es eben wie so eine Lotusblüte sich oben auf dem Scheitel vorgestellt wird. Es ist physisch aufrichtend, emotional beruhigend, mental entspannend, und spirituell erhebend.
Genau, das Kronenchakra. An der Kopfkrone befindet sich das siebte Chakra. Es ist das Gegenüber des Wurzelchakras und das feinstofflichste aller Energiezentren. Hier geht es um die Erweiterung des Bewusstseins und darum zu erkennen, dass alles mit allem verbunden ist. So ähnliche Worte wie mit dem Internet. Im siebten Chakra liegt die Möglichkeit, loszulassen, feste Vorstellungen gehen zu lassen und offen zu werden für das gesamte Spektrum des Lebens. Also das Loslassen müssen wir gerade so sehr lernen und haben es auch vielleicht schon gelernt. Sich mit dem Fluss des Lebens zu verbinden heißt, hineinzuspringen und nicht am Ufer stehen zu bleiben. Wenn wir uns darauf einlassen, mit dem Fluss zu schwimmen, werden wir getragen. Genau, es ist wie so eine Welle surfen. Das ist tatsächlich, hat auch was mit dem Urvertrauen zu tun, dass da einfach noch genügend Substanz ist, die uns trägt. Und dann können wir auch da surfen lernen, ja? Dass wir da von diesem Fluss getragen werden und da dieses Urvertrauen auch haben. Wir brauchen all unsere Sinne und Fähigkeiten, um Untiefen und Felsen zu umschiffen. Dennoch können wir nicht schwimmen, ohne nass zu werden. Das bedeutet, dass wir uns aus der Perspektive des Verstehens und Beobachtens in die Situation des Machens begeben müssen. Eine spirituelle Praxis kann nur ihre Wirkung entfalten, wenn wir sie tatsächlich ausüben. Es reicht leider nicht aus, ihre Wirkung zu verstehen. Und das meint auch Yoga. Also es gibt eben diesen Satz, dass Praxis tausendmal wichtiger ist in Yoga als die Theorie, die ist nur ein Körnchen. Also tausend Körner Reis, ein Korn. Theorie in der Verhältnismäßigkeit. Selbst wenn wir zu den Menschen gehören, die keine spirituelle Praxis haben, keiner Religion angehören und an keine höhere Kraft glauben, können wir doch die Übung der Achtsamkeit in unsere Meditation einfließen lassen. Unser siebtes Chakra dient der Verbindung mit uns selbst und auch der Verbindung mit anderen. Genau, wenn diese Verbindung gerade nur geistig oft sein kann, sind wir wirklich mit allen verbunden. Und das mit der Religion finde ich auch noch einen wichtigen Anker. Es ist eben jetzt ja ab morgen ein großer kirchlicher Abschnitt, eben mit Karfreitag, heute eben Gründonnerstag, Karfreitag und dann eben Ostersonntag, Ostermontag. Und es passt zu dieser Auferstehung. Ich selber bin christlich, das kann ich jetzt sagen. Ja, ich klammer dich hier wieder verkaufen. Ja, egal, kann das ja ausmachen oder überspulen. Genau, also ich bin christlich, habe aber auch erst wieder da ein bisschen zurückfinden dürfen. Habe da auch einen Weg hinter mir. Habe aber da für mich so ein bisschen einen Mittelweg gefunden. Und ich finde einfach, dass Ostern ist für mich ein Fest, wo ich mich eben durch Jesus, durch seine Geschichte, an meinen eigenen göttlichen Funken wieder erinnere. Also der ist ja in jedem drin. Es passiert ja auch eben mit dem Leib Christi, dass wir da wieder immer Teil von ihm sind und dann sind wir da zurückerinnern und der ist immer schon da, dazu muss ich nicht getauft werden und auch den Rest nicht. Aber der ist da, dieser Funken, und an den gilt es uns immer wieder zu erinnern. Und diese innere Größe, dieses Christus heißt, also diesen Lichtanteil in sich zu finden, zu halten und immer wieder auch zurückzukehren. Und für mich ist eigentlich das Ostern jetzt metaphorisch für diese Erinnerung auch an diesen eigenen göttlichen Funken, dass der in jedem ist. Also nicht nur in mir, sondern auch in allen anderen. Also den Funken darfst du auch in all deinen Mitmenschen erkennen. Und das vereint uns auch und das führt eigentlich auch ein bisschen zu dieser höheren Bewusstseinsebene, die eben ja auch durch das Kronenchakra erreicht. Das passt alles so gut zusammen. Gut. Sowohl in der Meditation als auch im Leben müssen wir lernen, uns davon zu befreien. Die guten Erfahrungen festhalten zu wollen und die negativen Erfahrungen abzulehnen. Also es geht auch um eine Nichtwertung. Das passiert jetzt in Corona auch. Versuch also, das Gute nicht zu sehr festhalten zu wollen und das Negative auch nicht zu sehr abzulehnen, sondern da eine Durchlässigkeit zu bekommen. Gut, und wenn du das Ganze dann gut bist, ist das Kronenchakra mit folgenden Adjektiven belegt, verbunden, habe ich ja schon viel dazu gesagt, bewusst, klar, erkennend, spirituell, verstehend,
vertrauensvoll, gegenwärtig, durchlässig und aufgeschlossen. Also viele Adjektive haben es zu den Geschichten gepasst, die ich schon so ein bisschen erzählt habe. Vielleicht geht es dir ähnlich immer wieder mal, dass du jetzt gerade in dieser Zeit diese Erkenntnisse hast und auch die dann für danach bewahren kannst. Ja. Wenn diese Adjektive oder wenn das Kronenchakra nicht so sehr im Fluss ist, dann passieren oder dann findest du folgende Adjektive vor. Verwirrt, isoliert, Wahnsinn, oder? Das passt so gut. Verblendet, leichtgläubig, passt auch zu diesen Verschwörungstheorien, aber auch zu den anderen Medien. Verblendet auch. Fixiert, zweifelnd, was auch gerade viele tun, dass wir so verzweifeln, wann geht es überhaupt wieder in die Normalität zurück? Gibt es das überhaupt danach noch? Fanatisch, auch das ist ein, ja, gibt es viele, die jetzt da gerade sehr schwarz-weiß denken. Misstrauisch, anderen Menschen gegenüber, im Supermarkt. Eng und skeptisch, also Wahnsinn, oder? Kronenchakra, Corona-Chakra. Krass, krass, krass. Aber wir glauben ja schon gar nicht mehr an Zufälle. Das war alles genau der Plan. Gut, dann mache ich jetzt mit dir den Chakra-Flow gleich und teile diesen Abschnitt als Video wieder ab. Und danach kommt noch die Endentspannung. Also bleib dran, bis gleich.